Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Mir ist gerade eine Aufnahme abgestürzt, in der ich zwei Rennen gefahren bin, die es jetzt mitgespeichert hat. Ich kann es nicht zurücksetzen, die Aufnahme war nicht mehr zu retten. Kompletter Rechner hat sich aufgehangen, ich bin froh, dass nichts weiter gelöscht wurde. Und wir fahren jetzt erstmal dieses Rennen. Uns fehlen noch zwei Rennen bis zum letzten Boss, also bis zum nächsten Boss. Und ja, das kotzt mich an, dass mir die Aufnahme vergeigt ist. Ich war am Spielen, habe gerade dieses eine Rennen hier angefangen und dann ist mir mein Aufnahmeprogramm abgestürzt. Beziehungsweise der ganze Rechner. Ist bloß Aufnahmeprogramm. Dann hatte ich einen Bluescreen. Hat mich angepisst. Weil die Sounddatei dann rumgespackt hat und alles fehlgeschlagen ist. Irgendwie hat es einen wichtigen Prozess rausgebracht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Datei weg. Beziehungsweise die war zwar da, aber ich konnte sie nicht aufrufen. Jedes Mal, wenn ich sie öffnen wollte, hieß es ja, Datei beschädigt, konnte nicht geöffnet werden, bla bla. Vielleicht kennt ihr das ja. Falls nicht, tut mir echt leid, Leute. Weil in der einen Folge haben wir zwei Rennen gemacht, haben eine Verfolgungsjagd gemacht. Dafür können wir jetzt in der Runde direkt den nächsten Boss angreifen. Aber naja. Mir wäre es lieber, wenn ihr alles gesehen hättet, aber ich kann es nicht ändern. Ich würde es gern ändern. Schade, aber ja gut. Was will man machen? Computer haben halt manchmal ihre Eigenarten. Dagegen kann man nichts tun, leider. Und wir können ja gut den Boss machen, vielleicht ein bisschen was mehr. Vielleicht habe ich jetzt diesmal Glück und krieg's los. Mein erstes nicht. Mein zweites Auto. Das erste Blacklist-Auto. Das Auto von einem Blacklist-Fahrer. Und bis jetzt, ich habe bei Sony vergeigt. Hab nur Cash gekriegt. Hab's bei Tess vergeigt. Dann will ich jetzt wenigstens den von Quick. In der Hoffnung, dass ich wenigstens den Wagen krieg. Ja, das kriegen wir locker hin. Davon ist die Ziellinie. Wir haben noch 30 Sekunden. Das passt vollkommen. Epischer Enddrift. Ja, was heißt episch? Cool war er trotzdem. Und wir springen direkt wieder zurück zum Safehouse. Ich bin jetzt zu voll zu jedem Rennen zu fahren. Außerdem. Ich weiß nicht, soll ich mich an so einen Radarfallenrennwagen? An das auf jeden Fall nicht, weil das ist zu kurvig. Da könnte es ein bisschen cooler klappen. Maus aus dem Weg. Ja, das könnte hinhauen. Machen wir es doch einfach mal. Ich freue mich schon auf das erste Drag-Rennen, wenn ich wieder episch vergehe. Mit dieser Rennart ist es nicht das Wichtigste, ins Ziel zu kommen, sondern so schnell wie möglich durch die Radarfallen zu heizen. Und natürlich dabei erster zu sein. Weil sobald der erste Ziellinie passiert hat, verliert man automatisch Punkte. Und ich war der Schnellste. Und wenn ich ganz hinten bin, bin ich doch der Schnellste. Drückt der mich da als ganz gegen die Wand. Bei meinen Mitfahrern geht's auch nicht besser. Ronnie vielleicht. Ronnie aufs nächste Auto. Ich
Kurven anständig nehmen, um die Scheiße zu bauen, die zu haben. Versuchen keine Unfälle zu bauen. Der konnte vermieden werden. War direkt ins Auto rein und wurde überholt. War vorherzusehen. Ja klar. Junge. Ey Junge, jetzt mach mal Platz, ey. Komm. Ja, es gibt Zeitabzug. Perfekt. Wir haben sogar noch gewonnen. Und wir kriegen eine Nachricht. Hey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Camden Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Die können wir uns nochmal anhören. Die haben wir in der letzten Folge gehört. Hey, hier ist Vic. Also Klappe halten und aufpassen. Ist mir egal, was du mit den anderen Typen am Laufen hast. Geh mir einfach aus dem Weg. Das sind meine Straßen, kapiert? Halt dich einfach an das, was man dir sagt. Dann ist alles cool. Und eine von Rock. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Cool. Und wir springen zurück in Unterschlupf, wo wir dann das nächste Bossrennen machen. Und ich hoffe, dass wir diesmal mindestens ein gottverdammtes Auto kriegen. Das wird jetzt egal, wie der hier auftaucht. Wenn das der ist, der ich denke, dass es der ist. Ne, ist er doch nicht. Oh, Cops hier. Nee, das war doch nicht der Besucher. Und ja. Wir warten. Bestimmung, dass ich ihn nicht kriegen werde. Verdammt. Ich jetzt einfach mal hinterher. Versuchen ihn zu kriegen. Kriegen wir natürlich. Also, hoffe ich. Auf jeden Fall bin ich im Arsch. Ey, blöd, man, was bremst du denn so heftig? Auf jeden Fall ist er nicht so heftig. Chancen, dass wir gewinnen werden.
Und er und hat mich wieder überholt. Ich will diesen Super haben. Fahr gegen das Auto. Ey, der blockiert mich doch absichtlich. Echt ätzend. Der blockiert mich doch tatsächlich mit Absicht. Der will nicht, dass ich dran vorbeikomme. Komischerweise wundert mich eigentlich, und wir haben ihn besiegt. Wieder mit einem super coolen Enddrift, und jetzt kommt das andere. Wieder am Donutladen. Er hat genauso diesen Start. Wir hängen ab. Zusammengeholt. Und jetzt quatschen. Oder auch nicht. Oh, ich will diesen Computer super. Ich will ihn einfach. Ich habe was gesehen, was mir überhaupt nicht gefällt. Etwas, wo ich mich fürchte, sozusagen. Das war der epischste Fehlgriff, den ich in der ganzen, ja gut, den ganzen Let's Play leisten konnte. Ich weiß, ich wiederhole mich oft, aber ich hasse diese Schleife. Oh, ich will dieses Teil nicht verkacken. Ich muss es gewinnen. Ich werde dieses Teil verkacken. Jetzt erst recht. Mann, die Chance habe ich auch gerade schon verstrichen. Super bremsen oder gegen den LKW fahren. Oder einfach mal bremsen. Ja, nein, verloren. Schade, aber naja, man kann nicht immer gewinnen. Wir restarten den Scheiß einfach mal. Diesmal ohne Nitro-Tube. Diesmal hau ich ihn direkt auf die Tube. Lass mein Nitro laufen. Und blockiere ihn jetzt so gut ich kann. Der mich blockiert hat. So in voller Absicht. Wenn ich es jetzt nochmal vergeige, das ist ein Fehler. Wenn ich mich jetzt einfach so auf die Bahnstrecke überholt und abhänge, dann weiß ich, dass mein Auto zu lang ist. Wahrscheinlich ist es das auch. Meine Lieblingskurve. Das hat verschissen. Weg. Ich weiß, das war nicht so.
sogar, dass ich so schlecht fahre. Gerade jetzt. Seht ihr, genau jetzt überholt er. Ich bin nicht übrig. Und er fährt wieder durchs Ziel. Angepisst, ich bin. Nein, wir probieren es jetzt noch ein allerletztes Mal, Leute. Wenn ich es jetzt verscheiß. Ja, ich habe ihn blockiert. Ich gehe jetzt ins Safehouse. Ist mir jetzt egal. Ich repariere jetzt mein Auto. Beziehungsweise die Tür so ein bisschen. Den Hund hole ich mir. Aber das schwöre ich. Tut mir echt leid, Leute. Das ist so vergeil. Bisschen mehr Topspeed. Bremsen. Haben wir schon drin. Gut. Supercharger. Na also. Ich meine auch noch cooler. Ja, das will ich alles haben. Und wir gehen wieder. Ja, gib mir einen Sack, blöde Kuh. Bitte. Fisch hier, ey. Siegen, diesmal kriege ich ihn. Jetzt habe ich getunt, jetzt kriege ich ihn auch. Kann ich das nicht irgendwie überspringen? Rockport, Diddy. Rockport. Das ist ein geiler Kuh, den ich habe. Wenn ich das gewinne, wird er erstmal auf Facebook blockiert. Nein, jetzt fahre ich irgendwo dagegen und starte dieses Rennen einfach neu. Weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Jetzt bin ich echt am Auslassen. Danke für die Hilfe, Kumpel. Wäre nicht nötig gewesen, aber... Ich danke trotzdem mal. Diesmal kein übermäßiger Einsatz vom Speedbreaker, egal in welche Kurve. Diesmal fasse ich auf.
ich hinfahren. Oh, ich höre genau wie der Turbo jedes Mal. Dieses Quietschen nach dem Schall. Gleich getuned, Leute. Tut mir echt leid. Bevor ich diese Musik gab, das ist für die Leute zum nächsten Mal. Ich versuche natürlich auch den sein, hier die Karte wegzukriegen. Und ich natürlich dazu mal so geil finde, wie ich den habe. Ich finde auch, der Kobalt hat eine Pause verdient mit dem Zimmer. Und Scheiße gebaut. Mein Kopf ist verarscht. Blacklist Race da irgendwie fahren. War klar, dass irgendein beschissener Taxifahrer auf die Idee kommen muss, mir im Weg rumzufahren. Mein Kopf drin, Leute. Aber der kriegt den Sieg diesmal nicht. Ey, das ist ein schönes Zielfoto, wie er da direkt aus dem Rauch auftaucht. Ich fühle mich selbst sicher. Ich unterschätze ihn nicht und diesmal werde ich schlafen. Diesmal wird er mich nicht besiegen. Entschuldigung, ich habe mich schon geschmissen. Ich habe vielleicht schon mal, dass ich den scheiß Speedbreaker benutze. Wie der Name schon sagt, wird er den Speed verlangsamen. Ist mir egal, der kratzt sich halt an 100.000 Wände. Ist mir voll egal. Aber was sind das für scheiß Reifen? Das darf man jetzt nicht auf meinen Körper schieben, der nicht gebaut für solche Leistungen. Das ist doch ein hübscher Wagen, ist der Kobalt. Das macht jetzt schon wieder schlechte Laune, Leute. So richtig schlechte Laune. Jetzt hab ich dich. Fett die Eier lutschen. Pisser. Ich besiegt, oh. Endlich wird auch Zeit. Jetzt will ich wenigstens einen Wagen her. Wir holen uns als erstes Performance Upgrade.
Sneak Transmission. Ein Blatt fällt vom Baum herab. Ich bin ein Cash-Magnet, Leute. Pisst mich an, ich kaufe jetzt ein Auto. Wenn ich genug Cash zusammen habe, kaufe ich mir ein Auto. Easy. Hab gehört, du hast es bis nach Camden Beach geschafft. Ja, schön. Alle in Frieden. Ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten epischen Fail-Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.